Okay, dann nochmal ganz offizielles herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid und auch am Stream. Ich bin Linnea von der Digitalen Gesellschaft und ich freue mich also total, dass hier, ich habe gerade so ein bisschen gezählt, es sitzen mindestens 90 Leute hier. Es wird irgendwie jedes Mal voller und netter und ich glaube, wir haben heute auch wieder ein paar sehr schöne Gäste und interessante Gäste, weshalb ihr wahrscheinlich auch gekommen seid. Es geht einmal um die Bestandsdatenauskunft. Da haben wir Meinhard Starostik hier, der gleich da ist und sich hoffentlich auch schon bereit gemacht hat. Super. Richter am Verfassungsgerichtshof seit neuestem, seit einem halben Jahr. Schön, dass du da bist. Danach steht jetzt hier gerade nur Drohnen. Ich glaube, da werden wir jegliche Horrorszenarien bekommen. Einmal von Frank Rieger vom CCC. Und danach geht es noch einmal um WikiTV, ein Fernsehen von allen für alle, von Volker Grassmuck, der auch Member, DigiGuest-Mitglied ist. Und ja, noch vielleicht einmal zu diesem Monat, was bei uns so ein bisschen passiert ist. Deswegen ist es umso schöner, dass ihr alle da seid. Es war ja Leistungsschutzrecht, sind wir noch ganz viele von euch auch mit auf die Straße gegangen, ist nach hinten losgegangen, deswegen hier Bestandsdatenauskunft. Datenschutz sieht europatechnisch auch gerade nicht ganz so gut aus. Ich hoffe, da passiert noch ganz viel, da sind wir gerade auch dabei. Und ja, ich glaube, falls noch irgendwie was zwischendrin ist, wenn Umbaupause ist, können wir noch ein bisschen was erzählen. Aber bevor ich zu viel erzähle, möchte ich einfach gerne auf die Bühne bitten und einmal... Kannst du noch einmal klären, wo hier was ist? Da bist du gerade ein bisschen fitter drin. Und einfach 10 Minuten, 5 Minuten nachher kurze Fragen. Vielen Dank dir schon mal, dass du da bist. Ja, danke. Und ach so, einfach noch mal kurz vorstellen, ja, wer da eigentlich vorne steht. Dankeschön an die DigiGuest für die Einladung und Dankeschön, dass ihr alle auch zu diesem Thema gekommen seid. Mein Name ist Meinhard Starostik, im Hauptberuf bin ich Rechtsanwalt. Und habe unter anderem die zwei Verfassungsbeschwerden zur Vorratsdatenspeicherung geführt. Und heute sprechen wir über die zweite Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bestandsdatenspeicherung und das, was jetzt gerade im Bundestag dazu beschlossen worden ist. Das Problem ist gesetzlich geregelt in zwei Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes und das Problem ist die Auskunft über Bestandsdaten. Bestandsdaten sind alle die Daten, die man, wenn man einen Mobilfunkvertrag oder einen Vertrag über einen DSL-Anschluss abschließt, bei Begründung des Vertragsverhältnisses einmal speichern lässt, also auf diesem Formular angibt. Und Bestandsdaten sind vor allen Dingen die Rufnummer oder die Anschlusskennung, mein Name, meine Anschrift, Geburtsdatum, die Anschrift des Anschlusses und beim Handy auch die Gerätenummer des Handys, wenn ich einen Vertrag gemacht habe mit Handy zusammen und das Datum des Vertragsbeginns. Und die Bestandsdaten, die ich gerade vorgelesen habe, die können in einem automatisierten Auskunftsverfahren abgerufen werden. Ich nenne das immer das Behördentelefonbuch. Da können also Ermittlungsbehörden und auch andere Dienste über die Bundesnetzagentur anfragen, wer denn Inhaber eines bestimmten Anschlusses ist. Das eigentliche Problem liegt im § 113 TKG. Die sogenannte manuelle Auskunft zu den Bestandsdaten, die ermöglicht es nämlich, dass nicht nur die Daten, die ich gerade vorgelesen habe, sondern auch alle anderen Daten, die bei Vertragsschluss erhoben wurden, zum Beispiel die Bankverbindung, auch mit abgefragt werden können von Ermittlungsbehörden, nicht nur Ermittlungsbehörden, auch Polizeibehörden zur Gefahrenabwehr, die Zollfahndungsstellen, das Bundeskriminalamt und die Geheimdienste. Und Bestandsdaten kann man auch über die dynamisch zugewiesene IP-Adressen ermitteln. Und nach der alten Rechtslage war es eben auch möglich, PIN und PUC und alle Zugangsdaten, zum Beispiel auch zu Mailboxen, abzufragen von den Telekommunikationsanbietern. Und zwar unter relativ offenen Abfragebedingungen für die Polizeibehörden und die Nachrichtendienste. Dazu hat es nun einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gegeben,
der diese Vorschrift eingeschränkt hat. Also was ich gerade gesagt habe, war alte Rechtslage und jetzt sind wir im Übergang zur Gesetzesänderung. Das Bundesverfassungsgericht hat einmal gesagt, es muss eine nicht nur diese Vorschrift geben, die dem Telekommunikationsunternehmen sagt, wann es Auskunft übermitteln muss, sondern es muss daneben noch eine Regelung geben, die regelt, wann überhaupt eine Behörde abfragen darf. Also praktisch wie zwei Layers. Ne? In dem einen Layer ist geregelt, wann das Telekommunikationsunternehmen übermittelt und in dem anderen Layer ist geregelt, wann die Behörde überhaupt abfragen darf, unter welchen Voraussetzungen sie das darf. Und wenn das so ist, dann ist die erste Regelung des Paragraphen 113 TKG verfassungsmäßig. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht vor allem gesagt, dynamische IP-Adressen dürfen nicht zur Teilnehmeridentifizierung benutzt werden. Das war im alten Gesetz so vorgesehen. Wie das jetzt geregelt ist, darauf kommen wir gleich. Und es hat gesagt, dass PIN und PUC und andere Zugangskennworte für in der Cloud gespeicherte Daten oder für Mailboxen, dass die nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen abgefragt werden dürfen. Das nennt man das Doppeltürmodell. Es müssen zwei Türen aufgehen. Die eine, in der geregelt ist, wann übermittelt werden darf und die andere, in der geregelt ist, wann überhaupt abgefragt werden darf. Und das führte nun zu der gesetzlichen Neuregelung, über die überall berichtet wurde, wenn dann meine Folie mal weitergeht. Nee, jetzt bin ich zurück, ne? Ja, ich versuche nochmal. Ja. Sorry. Ja, die Neuregelung des Paragraphen 113 TKG sieht das vor, was wir schon kannten, dass bei den Bestandsdaten alle Daten, die bei Vertragsabschluss erhoben wurden, beauskunftet werden dürfen, wenn es ein Gesetz gibt, das wiederum vorsieht, dass die Behörde das abfragen darf. Und dass IP-Adressen, wenn sie dynamisch zugewiesen wurden, auch dazu dienen dürfen, den Inhaber des Anschlusses zu ermitteln. Der Gesetzgeber hat also, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, in der alten gesetzlichen Regelung war das nicht erlaubt, eine neue gesetzliche Regelung gemacht, um das zu erlauben. Er hat nicht gesagt, okay, dann belassen wir es dabei, dass die nicht verwendet werden darf, sondern der Gesetzgeber hat gesagt, nein, wir wollen über die IP-Adressen die Anschlussinhaber ermitteln können und hat es erlaubt und hat vor allen Dingen auch erlaubt, dass zugegriffen wird auf Verkehrsdaten, also auf die Frage, wann habe ich welche Webseite besucht, zu welchem Zeitpunkt habe ich die IP-Adresse benutzt, um dann auf den Anschlussinhaber zu kommen. PIN und PUC dürfen jetzt auch abgefragt werden und das allerdings nur unter den weiteren Voraussetzungen, die in weiteren Gesetzen geregelt sind. Das ist die zweite Tür. Ich habe die hier nochmal aufgeführt, über die brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Das sind die gesetzlichen Voraussetzungen, die bundesrechtlich geregelt werden können. Vor allen Dingen in der Strafprozessordnung, im Bundeskriminalamtgesetz, im Zollfahndungsgesetz und dann auch in den Gesetzen über die Nachrichtendienste. Auf Länderebene muss das noch in Polizeigesetzen geregelt werden. Und ich will zum Abschluss auf die Probleme kommen, die sich damit aufgetan haben, mit dieser gesetzlichen Änderung. Das erste Problem ist, die IP-Adresse, die zu einem bestimmten Zeitpunkt benutzt wurde, hat einen hohen Aussagewert über das Kommunikationsverhalten. Damit kann ich feststellen, welche Webseiten hat der besucht oder was hat der sonst gemacht. Und dadurch ist sie ein Verkehrsdatum und der Gesetzgeber hat sie aber eigentlich so behandelt wie ein sehr einfaches Bestandsdatum und keine weiteren Schutzmechanismen eingebaut, sondern nur gesagt, das darf so gemacht werden. Darf auch benutzt werden, um in einfachsten Ordnungswidrigkeitenverfahren zu ermitteln. Das zweite Problem, das hat das Bundesverfassungsgericht nur angeschnitten, ist die Einführung von IPv6. Da hat der Gesetzgeber eine Beobachtungspflicht, das ist auch übernommen worden. Da wird man sehen, dass durch die Einführung von IPv6 ja noch genauer beobachtet werden kann, wer mit welchem Gerät was gemacht hat im Internet, dass da dann möglicherweise doch noch andere Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Das dritte Problem ist der Richtervorbehalt.
Während beim Zugriff auf PIN und PUC und sonst auch auf Verkehrsdaten grundsätzlich es einer richterlichen Anordnung bedarf, bedarf es bei der Rückfrage des Inhabers einer IP-Adresse nicht eines richterlichen Beschlusses. Das hat der Gesetzgeber ausdrücklich nicht vorgesehen. Und darüber kann man nur streiten, ob das erforderlich ist, verfassungsrechtlich oder nicht. Im Vorratsdatenspeicherungsurteil vom 2.3.2010 hat das Bundesverfassungsgericht der IP-Adresse noch relativ wenig Auskunftswert zugemessen und deswegen gesagt, wenn anhand der IP-Adresse der Inhaber des Anschlusses ermittelt wird, greift das nicht sehr tief in das Grundrecht aus Artikel 10 Grundgesetz ein. In dem Beschluss, den ich gerade zitiert habe, vom 24.01.2012, ist man da schon vorsichtiger geworden und hat eben gesagt, dass die dynamische IP-Adresse doch einen sehr hohen Aussagewert hat und deswegen ihre Verwendung auch einen tiefen Eingriff in das Grundrecht aus Artikel 10 Grundgesetz Telekommunikationsfreiheit mit sich bringt. Deswegen bin ich der Meinung, es bedarf eines Richtervorbehalts bei dieser Auskunft. Es ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts also so ein bisschen offen gelassen. Man kann sich gut drum streiten. Das nächste Problem ist die lückenhaft geregelte Benachrichtigungspflicht. Effektiver Rechtsschutz wird immer dann unmöglich, wenn ich gar nicht weiß, dass jemand in meinen Daten rumgeschnüffelt hat, und die Benachrichtigungspflicht ist doch relativ lückenhaft geregelt in dem neuen Gesetz. Das nächste Problem habe ich schon erwähnt, Ordnungswidrigkeiten. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, auf IP-Adressen darf man bei Ordnungswidrigkeiten, wenn überhaupt, dann nur zugreifen, wenn die einiges Gewicht haben. Der Gesetzgeber hat es also für die Verfolgung aller einfachster Ordnungswidrigkeiten offen gelassen. Ob das verfassungsrechtlich hält, wage ich zu bezweifeln. Bei den Nachrichten und bei der Bundespolizei hat man auch mehr Eingriffsmöglichkeiten geschaffen, als das Bundesverfassungsgericht offen gelassen hat. Dann hat man noch eine sogenannte automatisierte Schnittstelle vorgeschrieben für die größeren Telekommunikationsanbieter, die mehr als 100.000 Kunden haben. Und das hat natürlich Folgendes zur Folge. Das hat zur Folge, dass die Abfrage einfacher wird, weil es in einem automatisierten technischen Verfahren geht. Und die manuelle Abfrage, die es vorher gab, führte dazu, dass das ja zu einem gewissen Arbeitsaufwand bei der Behörde führt und deswegen nicht so oft abgefragt wird und die vorher überlegen, machen wir jetzt die Abfrage. Genau das wird unterlaufen mit der automatisierten Schnittstelle. Und das letzte Problem wollte ich noch anschneiden. Wer ist auskunftsverpflichtet? Auskunftsverpflichtet ist, wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt. Das sind natürlich Vodafone und alle anderen bekannten Telekommunikationsdienstanbieter. Was ist aber mit Facebook zum Beispiel, die ja durchaus auch Sprachdienste anbieten oder zumindest kann man sich in sein Skype-Konto über Facebook einloggen. Die wirken also zumindest mit, ja, oder daran mitwirkt. Ich kann mir vorstellen, das ist eine gewisse Logik bei den Ermittlungsbehörden, dass die ihnen einmal gegebenen Rechte natürlich möglichst weit ausnutzen, dass es da viel Streit geben wird und dass man die neuen Ermächtigungen auch ausnutzt, um auch auf Facebook und andere Dienste zuzugreifen, soweit man die Daten nicht sowieso schon beschlagnahmen kann. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es kommen auch noch Fragen zustande. Schönen Dank. Super, vielen lieben Dank. Ich würde bitten, alle ganz kurzen Fragen zu machen und kurze Antworten zu geben. Wir wollen eigentlich in den 5 Minuten bleiben. Einmal Frank. Kannst du noch was zu diesen entfernten Speichereinrichtungen sagen? Was meinen die damit genau? Cloud. Alles, was nicht im Endgerät gespeichert ist. Das Gesetz geht eigentlich vom Endgerät aus, ja. Und alles, was sonst wo irgendwo auf einer Festplatte gespeichert ist, ist auch damit gemeint. Und natürlich die Zugriffscode dazu. Deswegen komme ich auch drauf, dass die Ermittlungsbehörden versuchen werden, natürlich auf Skype oder sonst wie auch auf Facebook zu kommen. Ne? Hat noch jemand sonst? Ah, super. Ist ja auch nochmal die Frage, was du hast gegen vieles schon geklagt, auch dagegen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, durch den Bundesrat und dann wird man weitersehen. Ich denke mal, es werden sich Kläger finden. Meine Frage
bezieht sich darauf, ich habe das gerade, du bist ja so ein bisschen schnell drüber weggegangen, weil es schien so ein Hack zu sein, dass es so eine Trennung gibt, dass das eine Gesetz regelt, diese Daten dürfen herausgegeben werden und andere Gesetze regeln, unter welchen Umständen der Zugriff erfolgt. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz zwei, drei Sätze zu sagen, weil ich bin da nicht ganz mitgekommen. Das ist dieses sogenannte Doppeltürenmodell. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dieser 113 TKG, der sagt nur, wann ist der Anbieter eines Telekommunikationsdienstes verpflichtet, die Daten zu speichern und herauszugeben an eine Behörde. Und dann muss es aber noch eine Vorschrift geben, die eben sagt, wann darf die Behörde überhaupt abfragen. Zum Beispiel der Paragraph 100J StPO, unter welchen Voraussetzungen eines Strafverfahrens überhaupt angefragt werden darf. Und da es ja grundsätzlich erstmal sensible Daten sind, muss das eben im einzelnen Bereich klar geregelt sein. Das wird sich zeigen, ob das in allen Gesetzen, die jetzt mit in dem Paket sind, tatsächlich schon der Fall ist. Ich meine eher nein. Ich wollte vielleicht auch noch eins sagen, auch das Übermittlungsverfahren ist überhaupt nicht gesichert. Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, die Anfrage soll in Textform erfolgen. Das heißt, das kann per E-Mail erfolgen und das heißt auch, dass man relativ leicht mit einem gefakten Absender anfragen kann. Und es ist überhaupt nicht gesichert, dass diese Daten in irgendeiner verschlüsselten Form weitergeleitet werden müssen. Das hatten wir auch schon bei der Vorratsdatenspeicherung, dass das also relativ skandalös war, wie da mit den Daten umgegangen worden ist. Manfred, hier auf der anderen Seite. Was ich mich frage, ich meine, jetzt kommt durch die Hintertür so eine Regelung, du siehst nichts, ne? So eine Regelung, wo wir bei der Vorratsdatenspeicherung irgendwie, wo richtig Bewegung drin war und jetzt passiert nichts. Und wir können auch nicht dauernd irgendwie gegen jeden Scheiß Campaigning machen, ja? Auf der anderen Seite ist das schon ziemlich scheiße, was da läuft. Und da frage ich mich doch, kriegt man da mal eine Linie sozusagen drunter eingezogen? Also ich bin nicht ganz so optimistisch, dass das Bundesverfassungsgericht an allen Stellen das kippt. An ein paar Stellen teile ich deinen Optimismus, aber die haben eben auch im Vorratsdatenspeicherungsurteil ein paar Wege aufgemalt. Brauchen wir nicht eigentlich auf der grundrechtlichen Ebene einen neuen Schutz? Sollte man nicht mal darüber nachdenken, ob man nicht campaignt, neues Grundrecht oder Grundrechte da zu entwickeln und auf Verfassungsänderungen hin zu campaignen? Ja, gut. Gute Idee. Das Bundesverfassungsgericht ist ja, sagen wir mal, doch relativ aufgeschlossen gegenüber neuen Kommunikationsmitteln aufgetreten. Und was im Volkszählungsurteil steht, hat ja teilweise seherische Qualität. Wenn man 1983 über die Kombinationsmöglichkeiten von Daten schreibt, die wir heute erst, sagen wir mal, richtig in aller Schärfe sehen, dann war das schon gut, was Sie da vorhergesehen haben. Und was die allgemein aus dem Grundgesetz an Grundrechten entwickelt haben, das ist auch okay. Aber also eine gute Idee sozusagen, neben einem Datenschutzgrundrecht ein Grundrecht für die Unversehrtheit und Integrität von informationstechnischen Einrichtungen zu schaffen. Das wäre ein gutes Vorhaben, dauert aber natürlich länger als, sagen wir mal, konkret das Wehren gegen eine bestimmte gesetzliche Änderung. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass alle Regelungen in diesem Gesetz nun verfassungswidrig sind. Aber ich bin der Meinung, über vieles kann man diskutieren, ob das verhältnismäßig ist und ob es da nicht bessere Sicherungen des Bürgers geben muss gegen die Eingriffe von Behörden. Und wie soll man das anders feststellen, ob es verfassungswidrig ist, als dass man das zum Bundesverfassungsgericht trägt? Wir haben ja einen interessanten Schwenk jetzt noch, dass eben im Grunde genommen, dass alles auch europarechtlich eröffnet worden ist durch eine Entscheidung des EuGH. Aber was dabei rauskommt, das wissen wir eben auch noch nicht. Okay, ich habe noch zwei ganz kurze Fragen, die lasse ich einmal hintereinander stellen. Kannst du dann am Ende gleich beantworten, bevor wir dann weitergehen? Ja, danke erstmal für den Vortrag, Meinhard. Ich habe eine Frage zum Richtervorbehalt. Also du hattest ja sehr großes Augenmerk auf den Richtervorbehalt gelegt. Da wollte ich fragen, inwiefern das überhaupt realistisch ist, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja wissen, dass ein Richtervorbehalt
sehr löchrig ist und dass im Prinzip die Richter auch alles unterschreiben, was die Staatsanwaltschaften vorlegen. Und meine Frage ist auch eine ganz kurze Frage. Ist das eigentlich ein sauberes Gesetz? Weil das klingt jetzt so eigentlich eher so ein bisschen wie ein Wunschzettel nach dem Motto, schauen wir mal, was wir beim Bundesverfassungsgericht durchkriegen. So ist es wohl nicht. Es ist nachdem die Anhörung, die Sachverständigenanhörung ja auch eher schlecht gelaufen ist für den Gesetzgeber, noch nachgebessert worden. Man hat versucht, dem Urteil, dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden. Ich meine aber, man hat das nicht voll geschafft, ja. Und man wird ja auch noch sehen, die Länder müssen ja jetzt auch noch Gesetze machen. Die ganzen Polizeigesetze der Länder müssen geändert werden. Und die Landesgesetze zum Landesverfassungsschutz müssen geändert werden, weil da ja eine Auskunftsgrundlage geschaffen werden muss. Ob das alles so durchgeht, weiß ich noch nicht. Ein Wort zum Richtervorbehalt. Natürlich ist es so, und der Richtervorbehalt ist auch kein Allheilmittel, dass die Richter, die da 50 Beschlüsse auf den Tisch gelegt kriegen, relativ häufig nicht die Detailverliebtheit haben, die man sich als Bürger wünscht, wenn sie so einen Beschluss dann fassen sollen. Da muss man, glaube ich, auch mit den Richtervereinigungen sprechen, dass da mehr Bewusstsein dafür besteht, dass also gerade solche Beschlüsse, die eingreifen in Grundrechte, dass die Richter dafür auch einfach mehr Zeit verlangen müssen. Man kann nicht am Tag 50 Beschlüsse fassen, die sowas machen, aber die Arbeitspensen sind teilweise so. Also es stimmt, der Richtervorbehalt ist kein Allheilmittel, hilft aber doch dagegen, dass, weil Behörden legen ihre Befugnisse noch viel weiter aus, erfahrungsgemäß, sieht man ja an der Funkzellenabfrage, nicht? Das ist sowas von unverhältnismäßig. Und also deswegen ist der Richtervorbehalt wenigstens eine kleine Sicherung, denke ich mal. Jetzt ist die Zeit aber um, ne? Ja, Zeit ist um und nochmal vielen herzlichen Dank.